2 Wochen bis zur Schule. Diana, das sagst du jeden Tag. Das wissen wir. Knapper, ja, ich weiß. Aber bist du nicht traurig darüber? Ja, es ist traurig. Mädels, ich habe eine Liste mit 10 Dingen gemacht, die wir vor Schulbeginn erledigen müssen. Erstens, Zeit haben, um wieder Coach Abby und Lehrer Mike zusammenzubringen. Cool, wir werden Coach Abby und Lehrer Mike wieder zusammenbringen. Diana, haben wir nichts Besseres zu tun, bevor die Schule beginnt? Und was ist zweitens? Mädels, und zweitens müssen wir uns einen neuen, coolen Slogan einfallen lassen. Der bisherige Slogan ist einfach veraltet. Wir brauchen etwas Neues, etwas Frisches, wisst ihr? In diesem Punkt stimme ich mit dir überein, Diana. Mädchen? Einverstanden. Verdammt, Mädels, ich bin schockiert. Ihr seid Cheerleader-Bunnies. Was zum Teufel macht ihr da? Setzt euch auf eure Couch und hört nicht zu. Es sollte euch nichts angehen. Oder ihr könnt diesen Raum einfach verlassen. Schon weg. Das war's, wir hören nicht länger auf diesen Unsinn von euch. Mädchen, und der dritte Punkt auf der Liste ist, seine Gefühle zu definieren. Das gilt für mich und wahrscheinlich auch für euch, denke ich. Ich habe Sackert. Und ich habe überhaupt keinen Freund. Ich frage mich, ob er irgendwann in meinem Leben auftauchen wird. Und ich liebe Zack. Und daran wird sich nichts ändern. Okay, ich habe verstanden. Dieser Punkt gilt nur für mich. Hörst du das? Das ist ein hungriger Elefant, der gefüttert werden will. Und das ist ein Löwe mit einer verletzten Pfote. Ich rette jeden Tag Tiere und ich brauche deine Hilfe. Lass uns diese Tiere wieder topfit machen und für jedes von ihnen ein Zuhause bauen. Lade unser Spiel jetzt herunter. Unsere tierischen Freunde warten auf dich. So, der vierte Punkt. Neue Sachen für die Schule kaufen und coole Outfits machen. Oh ja! Mädels, wir müssen los. Jetzt. Sicher, jetzt sofort? Habt ihr auf die Uhr geschaut? Mädels, ich glaube, wir gehen dieses Wochenende einkaufen. Ich stelle mir schon vor, wie ich die neue Schulkleidung trage. Also, der fünfte Punkt. Verdammt, diese Bunnies sind so lustig, dass ich über sie lachen möchte. Ja, einige Punkte, Regeln, manche Dinge, Gefühle. Mit den Fröschen? Warum ist das lustig? Hört zu, Footballerinnen. Ich verstehe nicht, warum ihr so viel Spaß habt. Aber die Bunnies und ich haben unsere eigenen Regeln. Immer die Besten sein. Deshalb bereiten wir uns immer sorgfältig vor. Ihr werdet es nicht kapieren. Sicher geht ihr nicht mal auf die Schule. Habt ihr es verstanden, Footballerin? Okay, haltet die Klappe. Ja, es ist nicht sehr gut, dass sie in unserem Zimmer wohnen. Mädchen, sechster Punkt. Einen neuen Cheerleader fürs Bunny-Team finden. Oh nein, Diana, warum jemand Neues? Hier sind die Neuen und wir haben kein sehr gutes Leben. Ja, es ist wirklich schön, wenn wir nur zu viert bleiben. Nein, wir brauchen neue Mädchen, die ins Team kommen. Diana, was sind die nächsten? Mädchen, lasst uns gemeinsam 7, 8, 9 und 10 Punkte ausdenken. Was würden wir gerne tun, bevor die Schule anfängt? Nun, wir müssen darüber nachdenken. Von welchem Punkt aus sollen wir beginnen? Fangen wir mit der 1 an. Es ist Zeit, dass Coach Abby und Mr. Mike wieder zusammenkommen. Cool, der Tag ist jetzt gelaufen. Nastia, sei nicht böse. Du wirst heute deinen Sack sehen. Okay, Mädels, lass es uns cool machen, okay? Ja, wir werden es cool machen. Mädchen, bleibt nicht zu lange im Zimmer. Wir haben nämlich herausgefunden, dass einer von euch unsere Schränke durchwühlt hat. Und unser Make-up benutzt. Ich habe euch gesagt, ihr sollt die Schränke nicht anfassen. Sie haben es herausgefunden. Mädchen, sie haben uns nicht währenddessen erwischt. Also haben sie quasi nichts herausgefunden. Lass uns spazieren gehen. Ja, lass uns zur Trainerin gehen. Also Mädels, ich habe eine Liste gemacht. Hallo Frösche. Hallo Ryan. Was wir vor der Schule unbedingt noch tun müssen. Zuerst, ich sage euch, diese Footballspielerin neue Kleidung für die Schule kaufen. Zweitens, wir müssen unser Auto grün lackieren. Ja, wir werden in einem grünen Auto und in einer grünen Uniform zur Schule kommen. Ja, wir werden so grün sein. Cool. Okay, Mädels, lasst uns nicht mit der Liste aufhören. Also, dritter Punkt, mit den Basketballern rummachen. Nun, das wird nie geschehen. Sie wollen uns einfach nicht. Wer es nicht versucht, wird immer scheitern. Okay, vierter Punkt, einen neuen Slogan und neue Bewegungen einfallen lassen. Hallo, Lehrer Mike. Hallo, Mädels. Übrigens, Laila und Jana wollen mit euch reden, okay? Worüber? Keine Panik, Lauren. Wir wollen nur reden. Gehen wir zum Trailer? Also der fünfte Punkt. Moment, die Footballspielerinnen haben Schwierigkeiten. Verdammt, wie die mich ärgern. Ja, solche Mädchen sind unberechenbar. Aber Dima, der Footballer, ist bereits zu ihnen gegangen. Ja, ein Footballspieler hat sich bereits in sie verliebt. Ich frage mich, welcher er von ihnen mag. Okay, die Mädchen gehen uns nichts an. Lasst uns besser über den sechsten Punkt nachdenken. Ja, welches Outfit wir für die Schule wählen werden. Also Jungs, wenn der Sommer vorbei ist, gehen wir ins Kino. Also Mädels, uns wurde gesagt, dass ihr euch nicht an die Regeln des Landhauses haltet. Ihr kennt sie doch.
Mädels, ich werde eure Eltern anrufen, wenn ihr euch im Landhaus nicht gut benehmt, okay, Leute? Und was sollen wir getan haben? Was habt ihr gegen uns? Den dritten Tag hier und schon beschwert ihr euch über uns. Das ist okay. Es ist ja nicht so, dass Bunnys Schrank durchwühlt wurde. Ist das denn notwendig, vor allen Leuten darüber zu sprechen? Oh, Mädchen, wenn ihr die Kleidung von jemandem angefasst habt, ist das in Ordnung. Wichtig ist, dass ihr nicht unsere anfasst. Mir wurde gesagt, dass ihr gestern das Gebiet des Hauses verlassen habt. Ist das wahr, Mädchen? Ja, verstanden. Wir werden es nicht wieder tun. Wir wollen Kakao. Nichts weiter. Warum machen die Mädchen immer Probleme? Immer die sportlichen Mädchen. Oh Mann, Mädchen. Was ist los? Beschwert ihr euch wieder über die Mädchen oder was? Mädchen, was wollt ihr bestellen? Dreimal Kakao. Mädels, seht mal, Dima kämpft schon für uns. Super. Er ist so süß. Ich stimme zu, ein Crush, aber du wirst ihn nicht Mädchen, bekommen. Mädchen, spielt ihr schon lange Football? Ja, seit ein paar Jahren. Du bist Ryan, oder? Ja, Ryan, Mädchen. Wow, ihr flirtet schon miteinander. Und ich bin Alexa. Ryan, flirtest du schon mit den Mädchen? Mädels, was wollt ihr trinken? Kakao, aber wir haben schon bestellt. Pizza, das für die Mädchen geht auf mich. Dima zahlt. Bros, darf ich es anprobieren? Ja, natürlich. Bros, steht er mir? Ja, echt wunderschön. Bros, denkst du, ich kann eine Footballspielerin werden? Warum das denn? Bros, weißt du, sportliche Mädchen bekommen eine Menge Aufmerksamkeit. Aber dafür musst du doch kein Football spielen. Du kannst auch tanzen oder sowas. Chili, warum brauchst du Tanzunterricht? Lass uns zusammen Karate machen. Ich habe Patrick einen Kick gezeigt. Bros, lass Chili nicht zum Karate. Wenn sie ihren Kick zeigt, dann wirst du nicht mehr aufstehen. Gigi, du lügst. Welche Art von Karate machst du? Kung Fu. Ich zeige es dir. Schau. Nein, danke. Ei. Thomas, du hättest Gigi nicht verärgern sollen. Jetzt kommt der Kung-Fu-Kick. Gigi, bitte nicht. Gigi ist jetzt Karatekämpferin. Also stell dich nicht so an. Pizza, bring mir einen Cocktail. Mädels, ich glaube, dass es überhaupt kein Problem sein wird, Coach Abby und Lehrer Mike wieder zusammenzubringen. Nun, ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, dass Lehrer Mike seine Liebe zu Abby verloren hat. Aber wir sollten es versuchen. Okay, Mädels, jetzt gehen wir zu Lehrer Mike und sagen, Lehrer Mike, wir haben eine Überraschung für dich. Mädchen, Mädchen, hallo. Hi, Baby. Schon ewig nicht mehr gesehen. Oh, Timo, da bist du wieder. Nastja, hallo. Du hast ein schönes Parfüm. Romeo, wir riechen immer gut. Diana, vielleicht kannst du mir deine Gefühle zeigen? Nun ja, lass uns unsere Gefühle hier und vor aller Augen definieren. Nein, natürlich nicht hier. Mädels, ich komme wieder. Denkst du, dieses Paar hat eine Chance? Was denkt ihr? Na, Timur hat keine Chance. Es gibt immer eine Chance, Nastja. Nastja, gibt's eine Chance für uns? Romeo, ich habe einen Freund. Also, Timur, ich höre, du hast 3 Sekunden. Okay, Diana, ich mag dich sehr. Lass es uns versuchen. Und wenn's nicht klappt, dann klappt's halt nicht. Hör zu, Timur. Wenn ich es mit allen probieren würde, wäre das doch seltsam. Aber du hattest keine gute Beziehung zu Smile, oder? Hör mal, ich will keine weitere unvollkommene Beziehung haben. Vertrau mir, die Beziehung zu mir wird perfekt sein. Und warum soll ich dir vertrauen? Gib mir eine Chance. Hör mal, Timur. Habe ich wenigstens Zeit, darüber nachzudenken oder muss ich jetzt sofort antworten? Wie viel Zeit brauchst du? Nun, ich weiß nicht. 1 oder 2 Monate? Jana, das ist zu lange. Du hast 1 Tag Zeit. Ich erwarte morgen eine Antwort. Timur, ist das ein Befehl oder eine Bitte? Ich will halt mit dir zusammen sein. Ich habe mich in dich verliebt, okay? Wow, was für ein Geständnis. Okay, ich werde darüber nachdenken. Und jetzt habe ich was zu tun. Tschüss. Bis dann. Wie war's, Timur? Ich glaube, wir kommen zusammen. Sie hat sich bestimmt in mich verliebt. Was meinst du mit verliebt? Sie ist dabei, sich in mich zu verlieben, Mann. Hast du dich wirklich in Diana verliebt oder ist das Rache an deinem Bruder? Was für eine Rache? Ich bin schon seit langem in Diana verknallt. Oh, Mädels. Seht nur. Hi, hi. Lehrer Mike ist wieder bei seinen Ratten. Hey, hey Bunnies. Hi. Wir müssen ihn von den Ratten wegbringen. Los geht's. Diese Bunnies gehen herum und sind so gemein. Mädchen, macht euch keine Sorgen. Ihr seid besser. Natürlich sind wir besser. Wir sind Footballspielerinnen. Und Football ist besser als Cheerleading. Übrigens, die eine da drüben ist meine Ex-Freundin. Ich habe sie abserviert. Wirklich? Du hast mit ihr Schluss gemacht? Ja, das habe ich. Gute Arbeit. Wirklich ein Crush. Lehrer Mike, hallo. Wir müssen mit dir sprechen. Aber sofort. Mehr als 2. Sagt, was ihr wollt. Lehrer Mike hat keine Geheimnisse vor uns. Bunny-Mädchen, wollt ihr was trinken? Nein, danke, Pizza. Wir sind nur kurz hier. Lehrer Mike, kommst du jetzt mit uns oder nicht? Nein, das wird er nicht. Mädels, wenn ihr über die Footballspielerinnen reden wollt, das wissen wir schon. Ja, das Stöbern im Kleiderschrank. Das passiert doch jedem. Hört zu, Ratten. Das geht euch gar nichts an. Das spielt überhaupt keine Rolle. Lehrer Mike, es ist wichtig für dich. Wirklich. Also, Lehrer Mike, wirst du mit uns kommen oder wirst du weiterhin bei diesen Wachen stehen? Oh, wie mir das schmeichelt. Du hast gehört?
Sie hat uns Wachen genannt. Okay, Mädels, ich gehe mit. Lehrer Mike, worüber könntest du mit ihnen sprechen? Lehrer Mike, hier drüben, weg von den Ratten. Und was werden sie Lehrer Mike jetzt erzählen? Leila, vielleicht werden sie über uns reden. Jana, haben wir etwas gegen Lehrer Mike gesagt? Nein. Und warum stresst du dich? Nun, Lehrer Mike, jemand möchte sich mit dir versöhnen. Und jemand vermisst dich wirklich und liebt dich sehr. Nun, Lehrer Mike, Coach Abby möchte wieder mit dir zusammenkommen. Was, Mädchen? Nein, ich werde mich nicht mit einem Zombie treffen. Lehrer Mike, du brauchst einen Kuss, um das Problem zu lösen. 3 Küsse. Und alles wird wie immer sein. Und du bist mit Coach Abby wieder zusammen. Mädels, habt ihr euch das selbst ausgedacht, oder was? Nein, Coach Abby hat uns danach gefragt. Aber kann es unter uns bleiben, Lehrer Mike? Nun, Lehrer Mike, wirst du sie heute Abend küssen? So einfach ist das. Und wir werden unsere Trainerin Abby bekommen. Übrigens, haben wir jetzt eine perfekte Beziehung zu Coach Abby. Okay, dann kommt mit Abby hierher. Okay, Lehrer Mike, du bist der Beste. Lehrer Mike, was wollten Sie? Mit ihr zusammenkommen? Abby hat so eine komplizierte Persönlichkeit. Was? Nein, Lehrer Mike. Wirst du wieder wütend werden? Mädels, ich muss jetzt nachdenken, ja? Jana, das ist schlimm. Ja, Leila, wirklich schlimm. Verdammt, diese Blondie kotzt mich an. Sie lässt mich nicht mal was essen. Was? Ein Geschenk? Ich frage mich, für wen? Verdammt, wie lange sollen wir jetzt auf sie warten? Mädchen? Wo zum Teufel warst du? Wir haben doch in den Chat geschrieben, dass du nach oben gehen sollst. Kannst du nicht sehen, was im Gruppenchat geschrieben wird? Schrei mich nicht an. Schaut, was ich gefunden habe. Ein Geschenk. Jemand hat einen heimlichen Verehrer. Wie? Wenn jemand einen heimlichen Verehrer hat, dann bin ich das. Ach ja? Blondie, warum solltest du das sein? Wir leben hier zu viert. Aber ich bin die Schönste. Warum bist du die Schönste? Weil du blond bist? Hier ist ein Armband mit Beeren. Ich liebe Beeren. Ist das dein Ernst? Du hast gesagt, du liebst Kröten. Wie schnell sie ihre Meinung ändert. Jemand hat sich in mich verknallt. Ich habe eine Sache von der Liste abgehakt. Moment, ich habe diese Schachtel schon irgendwo gesehen. Nur im Laden, wo sonst könnte man sie sehen? Ja, das stimmt. Das ist die Schachtel, die vor Bunnys Spiegel stand. Es ist klar, Blondie macht Geschenke für sich selbst. Typisch. Macht ihr Witze? Darf ich keinen heimlichen Verehrer haben, oder was? Ja, Blondie, du drehst ja jetzt schon durch. Du brauchst dringend einen Freund. Blondie, ich rate dir, die Kiste zum Platz in Bunnys Zimmer zu bringen. Sonst werden sie gleich kommen und verrückt werden, dass sie etwas verloren haben. Ja, ich glaube, das Bärenarmband ist auch von dort. Wisst ihr, Mädels? Ja, es ist eine Schachtel aus Bunnys Zimmer. Ich habe beschlossen, euch zu prüfen, ob ihr euch über meine Erfolge freuen werdet. Test nicht bestanden. Bring sie zurück. Ich? Bist du immer noch hier? Ich? Leute, ich werde heute wieder mit Mike zusammenkommen. Was meint ihr, wenn ich ihm sage, Mike? Küss mich. Ich werde die schönste, süßeste, flauschigste und netteste Person der Welt sein. Glaubt ihr, dass er mir das glauben wird? Wenn ich er wäre, würde ich dir nicht vertrauen. Danke, Costa, du hast alles vermasselt. Wenn er dich liebt, dann glaubt er dir. Das war's, Abby, du hast mir nicht mal eine Chance gegeben. Siehst du das nicht? Sie ist in Mike verliebt. Weißt du, Sup, was ich an dir nicht leiden kann? Deine Unsicherheit. Dann magst du mich und dann magst du Mary. Ich weiß nicht, wen du morgen mögen wirst. Und Mike hat sich aufrichtig in mich verliebt. Oh, Kostja, Abby und Mike haben eine solche Liebe. Genau wie wir. Ja, genau wie bei uns. Abby, wenn du dich mit Mike versöhnst, dann ziehst du hier aus, oder? Ich werde dich vermissen. Ja, wenn die Mädchen mit Mike reden, dann würden sie mich rüberholen. Also wenn du hier ausziehst, dann wird es eine große Party geben. Warum bist du so? Abby und ich sind jetzt Freundinnen. Ja, ihr könnt feiern, während ich hier traurig bin. Nein, die Schule geht bald los. Es wird viele Mädchen geben und dann wirst du eine Freundin finden, okay? Hallo zusammen. Coach Abby, wir haben eine gute Nachricht für dich. Bist du bereit? Mach dich bereit, Lehrer Mike wartet auf dich. Er will wieder mit dir zusammenkommen. Und er ist sogar bereit für einen Kuss. Oh Mädels, meine Babys, danke für das Gespräch mit Mike. Haus, ich hoffe, du wirst mich nicht vermissen. Denn das werde ich definitiv nicht. Ich werde dich so sehr vermissen. Nun, du wirst es durchstehen, Salina. Abby, wir werden das morgendliche Stretching vermissen. Sackert. Abby, ich werde dich vermissen, okay? Abby, wenn du zum Menschen wirst, dann sehen wir uns in der Schule. Jetzt bin ich traurig. Ich will nicht weinen. Jetzt bin ich traurig. Kostja. Okay, Coach Abby, du wirst später weinen. Es ist Zeit für uns zu gehen. Lehrer Mike wartet wahrscheinlich schon auf uns. Auf geht's, Mädels. Auf geht's. Das war's. Wir werden uns nicht verabschieden. Tschüss, Abby. In der Schule werde ich das Team Zebra vorstellen. Salina, das weißt du noch nicht. Super, du hast vergessen, mir einen Kuss zu geben. Sie hatte einfach keine Lust, dich zu küssen, Leute, okay? Okay, wir stehen morgen auf und dann gehen wir einkaufen. Wie nennt man das nochmal? Wie? Also, back to school. Dieser Dima-Footballer ist ein echter Crush. Er hat mich dreimal angeschaut
gequatscht und zwinkerte mir zu. Mädels, ich sag's euch gleich, Dima ist in mich verknallt. Meint ihr, wenn ich in diesem Kleid zu einem Date mit ihm gehe, wird es ihm gefallen? Du wirst nirgendwo mit ihm hingehen. Ihr werdet sehen, er wird mich zu einem Date einladen. Footballspielerinnen? Lehrer Mike? Haben wir wieder was falsch gemacht? Haben sich die Ratten wieder über uns beschwert? Nein, Mädels, nein, aber ihr müsst hier raus. Ich habe hier ein wichtiges Treffen, versteht ihr? Wir werden nirgendwo hingehen, Lehrer Mike. Das ist unser Zimmer. Oh, Lehrer Mike, du bist schon da. Footballspielerin, ihr gehört jetzt nicht hierher. Ja, geht ins Bad, um euch die Zähne zu putzen. Abby! Wir werden unsere Zähne putzen. Mike, hallo. Ich hab dich so sehr vermisst. Vergib mir für alles. Hast du mich wirklich vermisst? Ja, und zwar sehr. Um ehrlich zu sein, ich auch. Na los. Ich glaube, es ist Zeit für einen Kuss. Kuss. Wollen wir uns küssen? Das denke ich auch. Zwei. Drei. Bin ich ein Zombie? Mädchen. Ja. Die alte Abby ist zurück. Mädchen, ich danke euch sehr. Oh, ohne euch wäre ich nicht dieselbe geworden. Ach, endlich, Mike. Gern geschehen, Abby. Wenn du etwas brauchst, frag uns, Coach Abby. Aber wenn du uns wieder anschreist, dann werden wir wieder einen Kuss mit einem der Zombies arrangieren. Und du wirst dorthin zurückkehren, wo du hergekommen bist. Mädchen, ich danke euch sehr. Ich verspreche, dass ich euch nie wieder anschreien werde. Ich werde die beste Trainerin sein. Danke, meine Mädels. Oh. Mike, jetzt werden wir für immer zusammen sein. Oh, Coach Abby, ich bin so froh, dass du zurückgekommen bist und wir wieder eine normale Beziehung haben. Leute, like das Video, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen, coolen Episoden. Okay? Tschüss. 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 Was ist da los? Ich kann nichts verstehen. Es scheint so, als ob es ihre Trainerin ist und sie zurückgekommen ist. Ich spüre, dass wir es mit den Cheerleadern nicht leicht haben.